Hi, ich bin Tabea von Schools of Trust und ich habe mich gefragt, was macht man als Schüler einer freien Schule so? Deswegen habe ich Lula für einen Tag lang begleitet. Schau selbst. Lula ist 7 Jahre alt. Sie geht auf die Freie Aktive Schule Stuttgart. Die Schule ist so gestaltet, dass viele Impulse aus der Umgebung kommen. Die Kinder greifen diese frei auf. Wir bauen Pyramiden. Danach wird da eine ganz große draus. Ich kann die nämlich dann zusammenschieben. Siehe, du musst noch eine zweite 100er Platte dahin machen. Sonst geht es nicht. Sonst wird es keine lange. Ein Impuls ist Montessori-Material, was neben dem Lerneffekt auch Raum zum Spielen lässt. Ach so, ja, das machen wir so. Da muss man noch eine Verkehrtrommel sozusagen rein. Das will ich eh auch mal ausprobieren. Wie hast du das jetzt gemacht, dass du die beiden verbunden hast? Na, ich habe 2 ineinander gemacht und dann habe ich mit den 9ern 2. Ich habe einen 9er, 2 8er, 3 7er. Und 11 Einser sind oben drauf. Lula, was macht ihr jetzt? Aufräumen. Und das Aufräumen ist am besten. Ja, weil man daraus Hexensuppe machen kann. An der freien Schule gibt es jeden Tag verschiedene Lernangebote. Lula kann selbstständig entscheiden, ob sie teilnimmt oder nicht. Lula, was macht ihr jetzt hier? Fantasiereise. Emma, geh mal ein bisschen mehr nach da. Und wie, was ist eine Fantasiereise? Also da liegt hier ein bisschen eine Geschichte aus dem Buch vor. Und dann kann man davon träumen, weil da gibt's noch eine ganz schöne CD. Die Fantasiereise ist wie eine kleine Auszeit vom Trubel, der in der Schule herrscht. Die Schüler bestimmen eigenständig über ihren Schultag. Es gibt keinen Stundenplan und auch keine geregelten Pausen. Lula genießt es, in solchen Angeboten ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Schüler haben eine sehr persönliche Beziehung mit dem Lehrer, der auf einer freien Schule übrigens Lernbegleiter genannt wird. Alle sind per Du. Was ist das hier, Lula? Ja, der Teller. Für die Apfelzeit. Und was ist an die Apfelzeit? Da wird immer Obst und Gemüse geschnitten, dann schneidet man ein bisschen, dann können die Kinder sich halt Obst und Gemüse schnappen. Ja. Apfelzeit ist immer ganz beliebt. Ja. Hey, gibt's schon Apfelzeit? Ja. Sag mal, magst du erzählen, was das Besondere an deiner Schule ist? Dass man hier keine Sachen machen muss. Und man wird ja nicht gezwungen, Sachen zu machen, zum Beispiel Mathe zu machen. Oder Deutsch zu machen. Ja, Englisch. Aber in der Sekundaria ist es dann auch schon mehr die Pflicht. Wenn du dich dann für einen Kurs anmeldest, musst du auch eigentlich hingehen. Die Sekundaria umfasst alle Kinder der 5. bis zur 8. Klasse. Lula ist in der Primaria. Und Lula, lernst du irgendwelche Fächer? Ich mach manchmal mit dem Benny Mathe, aber sonst nicht. Benny ist Lulas absoluter Lieblingslernbegleiter. Ich mache Buchstabensalat, der relativ schwierig ist. Und wie ist es dazu gekommen, dass du das machst? Weil ich immer ins Fach reingeguckt habe und da war das halt noch. Ich habe halt angefangen.
Ich weiß nicht mehr, wie ich lesen und schreiben gelernt habe. Ich konnte halt einfach mal, habe ich es mal probiert und ich konnte dann halt einfach lesen und schreiben. Aber am besten kann ich meinen Namen in Schreibschrift schreiben. Und die Namen aus meiner Familie von der ihren. Also kann ich eigentlich relativ gut Schreibschrift lesen, kann ich relativ gut, aber nur so Namen eigentlich. Wenn meine Cousine jetzt ein paar Namen schreibt oder wenn Kinder jetzt in Schreibschrift ein paar Namen schreiben, könnte ich jetzt lesen. Aber bei Erwachsenen, die haben ja eine Handschrift, kann ich das jetzt nicht lesen. An einer freien Schule gibt es mehr als doppelt so viele Lehrer wie an einer Regelschule. Lula hat dadurch immer einen Ansprechpartner bei Fragen. Ich war schon mal bei einer Regelschule hospitieren, da fand ich es auch nicht so schön. Hier kann man verschiedene Sachen machen, was man will. Man kann rausgehen, aber manchmal kann man halt, manchmal ab und zu ist eigentlich auch gut, wenn man was lernt. Wie ist Lernen für dich? Ist eigentlich ganz schön, mit dem Benni ist es nur am allerbesten. An dem ganzen Tag mit Lula hat mich besonders eine Sache beeindruckt. Ihr ist gar nicht bewusst, dass sie lernt. Ob im sozialen Kontakt mit Freunden, in einem kreativen Lernangebot, in dem Austausch mit Älteren, in der persönlichen Beziehung mit Lernbegleitern oder während sie eine Aufgabe löst. Lula lernt die ganze Zeit. Wenn du noch mehr lernen möchtest, was freie Schulen eigentlich sind, dann abonniere doch Schools of Trust. Und wenn du noch gar keine Vorstellung hast, was freie Schulen sind und wie sie aussehen, dann schau dir doch dieses Porträt von einer freien Schule in Hamburg an und hier von einer freien Schule in Heckenbeck. Die Bildungsrevolution hat begonnen.